Hallo, heute habe ich etwas in der Hand, auf das ich ganz besonders stolz bin. Ihr seht schon, es ist eine Pixjet-Verpackung, aber dahinter verbirgt sich eine Farbe, die noch keiner von euch hat. Es ist nämlich die Smallland Sportfiske Spezialfarbe. Einige von euch kennen die Farbe vielleicht schon, denn es gab tatsächlich schon mal einen anderen Köder in dieser Farbe. Aber jetzt eben als Pixjet, und die darf ich euch heute vorstellen, die Green Mamba. Natürlich auch teilweise UV-aktiv, und ihr seht, der hellgrüne Bereich ist komplett UV-aktiv und der rote Punkt am Bauch eben auch. Und wir haben schon viel mit der Farbe geangelt und richtig gut gefangen. Und diese Farbe gibt es jetzt ab sofort bei uns im Fiske Store. Ich zeige euch nochmal einen Köder hier schon mal ausgepackt. Da kann man ein bisschen besser sehen. Also grüner Rücken, dann ein Schuppenmuster in Schwarz und unten eben der rote Punkt. Funktioniert sehr, sehr geil, eigentlich bei fast allen Verhältnissen, allen Wassertrübungen. Mega gute Farbe, und ich hoffe, sie gefällt euch genauso gut wie uns.